Enjoy News. Kurz gesagt, was wichtig ist mit Caroline Wöhlert. CDU-Vertreter bewerten Merkel-Aussagen unterschiedlich. Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen fällt offenbar regional sehr unterschiedlich aus. Das Wetter nach Osten hin trocken, ansonsten wechselhaft mit Schneeregen und Graupelschauern bei 5 Grad maximal. Es ist 10 Uhr. Die Reaktionen auf die Äußerungen von Kanzlerin Merkel fallen in der CDU unterschiedlich aus. Im ZDF hatte Merkel gestern eine personelle Erneuerung versprochen und zugesagt, künftig auch jüngere Leute einzubeziehen. Aus Berlin Enjoy-Reporterin Dagmar Pepping. Merkel habe verstanden und der CDU ein klares Signal in Richtung personeller Erneuerung vor dem Parteitag gegeben, sagte CDU-Vize Bouffier der Bild-Zeitung. Auch Sachsens Ministerpräsident Kretschmer begrüßte Merkels Ankündigung. In der neuen Regierung würden neue Leute eine Rolle spielen. Das Kabinett brauche einen Schwung, so Kretschmer in den ARD-Tagesthemen. Der Bundestagsabgeordnete und Merkel-Kritiker Wiltsch reagierte enttäuscht auf Merkels Interviewäußerungen und sprach von einem üblichen Weiter-so. Im Skandal um den Filmproduzenten Harvey Weinstein hat der US-Bundesstaat New York dessen frühere Firma sowie die Gründer Harvey und Robert Weinstein verklagt. Der zuständige Staatsanwalt sprach von bösartiger und ausbeuterischer Misshandlung von Angestellten. Aus New York Enjoy-Reporter Kai Clement. Als Beispiele führt die Staatsanwaltschaft unter anderem auf, Weinstein habe Mitarbeiterinnen bedroht mit Worten wie "Ich werde sie töten" oder "Sie haben keine Ahnung, was ich alles tun kann". Gleich 3 Gruppen von Mitarbeiterinnen, so die Staatsanwaltschaft, habe Weinstein eingesetzt, um seine Affären zu ermöglichen und zu organisieren. Auch habe Weinstein Karriereschritte im Gegenzug für sexuelle Gefälligkeiten angeboten und eine Angestellte habe ein Diktat aufnehmen müssen, während er nackt auf dem Bett gelegen habe. Die Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen fällt offenbar regional sehr unterschiedlich aus. Das geht aus einer laufenden Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hervor, wie die Zeitung Die Welt berichtet. Demnach verdient ein Mann im Landkreis Dingolfing-Landau in Bayern im Durchschnitt 38% mehr als eine Frau. Im brandenburgischen Cottbus dagegen erhält eine Frau im Durchschnitt 17% mehr Gehalt als ein Mann. In diesen Minuten beginnt in Köln der Rosenmontagsumzug. Mehr als 500.000 Menschen werden zu dem Karnevalsspektakel erwartet. Um 11.11 Uhr fällt in Mainz der Startschuss und um 12 Uhr in Düsseldorf. Den größten Straßenumzug in Schleswig-Holstein gibt es in Mahne. Dort geht es um 14.30 Uhr los. Enjoy vom NDR. Das Wetter. Aktuell messen wir 1 Grad in Bassum, 2 Grad in Emden, 1 Grad in Kaltenkirchen, 2 Grad in Wismar und 1 Grad bei euch in Hamburg-Finkenwerder. Es wird leider ein bisschen ungemütlicher Start in die neue Woche mit viel Schneeregen, Schnee und Graupelschauer. Teilweise kann es auch gewittern. Zwischendurch gibt es aber auch trockene Phasen bei Temperaturen zwischen maximal 2 und 5 Grad. Und morgen am Dienstag wird es dann wieder ein bisschen schöner. In Niedersachsen kommt die Sonne auch mal raus. In Vorpommern sind dafür ein bisschen mehr Wolken am Himmel. Dabei bleibt es überwiegend trocken morgen bei bis zu 5 Grad maximal. Das Enjoy-Wetter. Satelliten genau für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Enjoy Navigation, Norddeutschlands bester Stauservice. Stau oder stockenden Verkehr gibt es auf der A1 Lübeck Richtung Hamburg. Zwischen Hamburg-Illendorf und Morfleet 6 Kilometer stockender Verkehr nach einem Unfall. A2 Berlin Richtung Hannover zwischen Hemmeler Wald und Lehrte Ost 3 Kilometer Stau wegen Bauarbeiten. Die A33 Osnabrück Richtung Bielefeld ist zwischen Borklo, Kloster Ösede und Hilte nach einem LKW-Unfall bis mittags gesperrt. Die Umleitung führt über die U86. A37 Burgdorf Richtung Hannover Messe zwischen Kreuz Hannover, Kirchhorst und Miesburg 2 Kilometer Stau. Die A38 Halle Richtung Göttingen ist zwischen Heilbad Heiligenstadt und Ahrenshausen wegen eines querstehenden LKW gesperrt. Dadurch mehrere Kilometer Stau. Bitte bildet hier auch eine Rettungsgasse. A226 Travemünde Richtung Bad Schwartau. Die Ausfahrt Lübeck-Dänischburg ist wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Und in Schleswig-Holstein und Hamburg ist es glatt. Betroffen sind stellenweise auch die Autobahnen. Das war's. Euch eine gute Fahrt. Enjoy mit Anne Radatz.